Der 8. April ist ein verrückter, mächtiger und wichtiger Tag. Es ist die Sonnenfinsternis, aber sie ist so wichtig und es steht auf unserer Zeitachse so viel auf dem Spiel, dass das CERN an diesem Tag den Startschuss für den Teilchenbeschleuniger LHC gibt. Die NASA beteiligt sich an der Aktion, indem sie an diesem Tag Raumfahrzeuge direkt in die Sonnenfinsternis startet. Lass uns darüber sprechen, was hier vor sich geht. Der 8. April scheint eine verrückte Zeit zu sein, und wenn es jemand als eine Zeit gab, in der man wach und aufmerksam bleiben sollte, dann sind es die 4 Minuten der Sonnenfinsternis am 8. April. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid zu diesem brandneuen Video. Mein Name ist Daniel Wörner. Ich bin zurück aus Kolumbien. Einen Monat war ich jetzt im Dschungel und überall durch das ganze Land gereist. Jetzt bin ich zurück hier in Paraguay. Das tut doch schon wirklich wieder gut, wenn man wieder zurück in seine Base kommt und sich wieder erden kann. Und was passiert? Morgen ist es soweit. Die Sonnenfinsternis seit Jahrtausenden. Ein exklusives Spektakel. Leute, bereitet euch darauf vor. Ich habe jetzt hier einen tollen Vortrag von der Carrie Kay rausgesucht. Ich habe es mir schon ein bisschen angeschaut. Jetzt gehen wir da nochmal zusammen rein und werden das Ganze ein bisschen kommentieren. Ich möchte auch dazu viel Eigenes sagen, was sehr, sehr, sehr wichtig ist für dieses Datum. Denn was wird passieren? Geht die Welt unter? Kommen Aliens? Wird der Planet zerstört? So viele krasse Nachrichten findet man im Internet, auch in der spirituellen Szene. Man weiß gar nicht mehr, was man glauben soll. Und deswegen werden wir jetzt da mal ein kleines bisschen Licht in das Ganze reinbringen. Und wir starten direkt in den Vortrag von der lieben Carrie. Und ich werde mit euch darüber sprechen, was vor sich geht. Viele Menschen werden das abtun und sagen, aber es ist doch nur eine Sonnenfinsternis. Das ist doch keine große Sache. Die Wahrheit ist, es ist tatsächlich eine große Sache. Und ich werde euch erklären, warum, worum es wirklich geht. Was ist eine Sonnenfinsternis wirklich? Wir haben durch Institutionen gelernt, nicht unbedingt, dass dies die tatsächliche Wahrheit ist, aber was wir lernen, was allgemein für eine Sonnenfinsternis gehalten wird, ist, dass der Mond vor der Sonne vorbeizieht und der Mond zufällig genau die richtige Größe hat, um die Sonne zu verdecken und diesen kleinen Ring um die Sonne zu belassen. Es gibt einen sehr wichtigen symbolischen Bezug dazu. Wenn wir den Aufstieg durchlaufen, haben wir etwas, das man die schwarze Sonne nennt. Und das ist, wenn wir den Aufstieg durchlaufen, atmet die Sonne. Ich habe es die Einatmung genannt, so wie man sich ein großes Einatmen vorstellt. Ja, das Wort schwarze Sonne, das hat man natürlich schon öfter mal gehört, vor allem auch in der spirituellen Szene. Ja, aber so richtig vorstellen konnten wir uns alle ja noch nie so wirklich was darunter. Mal schauen, was die liebe Carrie da jetzt weiter dazu sagt. Die Sonne atmet sozusagen metaphorisch ein und zieht all ihre Energie ein, bevor sie den Sonnenblitz aussendet, auch bekannt als Mikronova, auch bekannt als der größte CME, der jemals nicht nur unseren Planeten getroffen hat, denn dieser ist viel größer als der Planet. Er ist so groß, dass unser gesamtes Sonnensystem von diesem großen Lichtblitz eingehüllt wird. Wenn das passiert, entleert sich die Sonne. Nach dem großen Einatmen erfolgt das große Ausatmen. Und an diesem Punkt werdet ihr in den Himmel schauen und etwas sehen, das man die schwarze Sonne nennt. Und zu diesem Zeitpunkt geht eure innere Sonne an. Das heißt, euer inneres Licht geht an. Also es geht um ein Ein- und Ausatmen der Sonne. Viele reden immer über diesen exklusiven Solar Flash. Wir werden mal gespannt sein, ob das wirklich jetzt morgen soweit ist. Ja, also es kann natürlich sein, wer weiß, ein starker EMP-Strahl der Sonne, der die komplette Elektrizität, das Internet ausschaltet, Blackout. Ja, also das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja, vor allem, wenn man dann auch gleich hört, ja, dass von der Regierung oder wie man es auch immer nennen möchte, ja, von der NASA und vom CERN, ja, von der NASA schickt irgendwelche speziellen Raumschiffe in diese Richtung nach oben, in die Sonnenfinsternis rein, wie auch immer das funktionieren soll, ja. Oder CERN, ja, sie machen an demselben Datum irgendwelche Experimente mit dem Teilchenbeschleuniger. Also es ist schon sehr, sehr kurios, ja. Schauen wir mal, was die liebe Carrie da weiter dazu sagen hat. Die Sonne ist ein Portal. Die Sonne ist nicht das, was man uns gelehrt hat. Oh, es ist ein flammender Gasball am Himmel, der zufällig genau dort steht, wo wir ihn brauchen. Die Sonne ist so viel mehr.
Sie ist ein Portal und ein Sternentor. Ja, sie ermöglicht interdimensionale Reisen, aber noch wichtiger ist, dass sie eine Knotenpunktkommunikation ermöglicht. Das bedeutet im Wesentlichen, dass sie so etwas wie ein Meridianpunkt in der kosmischen Landschaft ist, durch den das Licht Gottes, das Licht des Universums fokussiert wird. Die Sonne hat einen weiteren, größeren Knotenpunkt, den wir die galaktische Sonne nennen. Und diese Sonne hat einen weiteren, größeren Knotenpunkt, den wir die universelle Sonne nennen. Und in einem schrittweisen Prozess leiten diese Portale, oder besser gesagt Sternentore, das Licht Gottes weiter. Die Menschen der Antike wussten genau, was die Sonne ist. Sie wussten, dass es diesen Moment in der Phase einer Sonnenfinsternis gibt, in dem das Sternentor geschlossen ist. Nun stellt euch vor, dies ist nur ein kleiner, vielleicht ein kleiner symbolischer Hinweis, den ich euch geben möchte. Vergleichen wir es mit einem Wasserhahn. Ja, Wasserhahn. Stellt euch also vor, dass aus einem Wasserhahn Wasser sprudelt, das genau dem Sonnenlicht entspricht, das aus der Sonne strömt. Und stellt euch vor, dass ihr den Fluss dieses Wassers blockiert. Und sei es nur für ein paar Minuten, okay? Soweit ich weiß, und ihr könnt mich in den Kommentaren unten korrigieren, wenn ich falsch liege, aber soweit ich weiß, soll diese Sonnenfinsternis etwa 4 Minuten dauern. Nun, die ganze Sonnenfinsternis selbst, oh, kann ein paar Stunden dauern. Normalerweise sind es etwa 2 Stunden, ungefähr, in denen wir den allmählichen Übergang des Mondschattens über die Sonnenoberfläche sehen. Diese gesamte Zeitspanne ist von Bedeutung. Genau die wenigen Augenblicke, in denen der Mond die Sonne bedeckt, sind der kritische Punkt. Es ist natürlich ein spannendes Konzept, die liebe Carrie da uns erläutert. Auch ganz oft bekomme ich immer wieder von euch da draußen gesagt, Daniel, sag doch mal was dazu, sag doch mal, was ist die Erde rund, ist die Erde flach? Ja, immer wieder hört man von diesen Konzepten die flache Erde, ja, mit einer Kuppel drauf und all diese ganzen Möglichkeiten. Ja. Wenn man sich das Sternensystem anschaut und wir wirklich durch das All reisen würden, so wie das uns in der Wissenschaft klargemacht wird als Kugel, dann müsste sich ja die Sternbilder ständig verändern. Das tun sie aber nicht. Deswegen ist es natürlich ein ganz, ganz, ja, es ist schon ein sehr spannendes Konzept, ob das so wirklich stimmt. Ja? Aber wie wir wissen, bekommen wir ständig irgendwelche Konzepte von der Regierung und von der Wissenschaft und von all denen da draußen vorgegaukelt, die wir dann eben glauben sollen. Stellt euch also vor, ja? Stellt euch vor, dass in dieser Zeit all dieses Licht aus der Sonne strömt, das so viel mehr ist als das, was wir unter Sonnenlicht verstehen. Das ist photonisches Licht. Das ist Information. Licht ist Information. Es ist Gottes Wort, Gottes Energie, die auf dem Planeten strömt. Nun, bitte bedenkt, wir hatten keinen Zugang. Dieses Licht, das durch die Sonne kommt, diese Lichtcodes, die durch die Sonne kommen, dieser Atem Gottes, der durch die Sonne kommt, wir haben gerade erst wieder Zugang zu diesem Licht bekommen. Wir waren in einer falschen Matrix unter Quarantäne gestellt. Die falsche Matrix beginnt zu erodieren und es gibt Kontrolleure der falschen Matrix, die wirklich, wirklich verzweifelt die Kontrolle zurückhaben wollen. Diese Kontrolleure kenne ich absolut, denn diese Kontrolleure begegnen auch uns in den Träumen. Und das ist so richtig krass. Der Mensch fängt an, bewusst zu werden, fängt an, klarer zu träumen, luzide Träume zu bekommen. Ja, das heißt, wenn sein Bewusstsein erweitert wird, kann er die Kontrolle im Traum übernehmen und dort steuern und in andere Dimensionen, Welten reisen. Und immer wieder begegne ich der Klartraumpolizei. Ich habe mal da ein Video drüber gemacht. Wenn dich das interessiert, dann schau dich mal bei meinen anderen Videos um. Ja, da kommen Wesen, die versuchen, dich im Traum unbewusst zu machen. Ja, die manipulieren dich, die reden dir ein, dass das ja alles nur Fantasie ist und dass du wieder unbewusst werden sollst, sozusagen. Ja? Und dann verlierst du dich wieder im Traum. Und das sind sicherlich solche Wesen. Am 8. April ist so viel los, dass es der Wahnsinn ist. Bevor ich darüber spreche, lass uns die Analogie mit dem Wasserhahn zu Ende bringen. Ja? Das ist deine Hand. Sie blockiert das Wasser nur für ein paar Augenblicke und dann bewegst du deine Hand wieder weg. Und was wird passieren? Es wird eine Lichtexplosion geben. Das ist es also, was passieren sollte. Das ist es, was bei einer Sonnenfinsternis passieren sollte.
Es sollte ähnlich sein wie der Wasserhahn, den du gerade für ein paar Minuten blockiert hast. Es sollte eine große Lichtwelle geben, aber die Dunkelheit weiß das und versucht, dieses Licht umzulenken. Das heißt auf jeden Fall, es gibt eine mächtige Energiewelle, eine mächtige Erhöhung unseres Bewusstseins. Da kann das Dunkle überhaupt gar nichts dagegen tun. Ja, und was es für uns bedeutet, wir schauen in dieser Zeit direkt in diese Eklipse hinein. Wir schauen in die Sonnenfinsternis hinein und saugen die Energie auf. Ja, Sungazing. Leute, lasst euch nicht für dumm verkaufen und glaubt, dass in die Sonne schauen irgendwie euch blind macht oder sonst irgendwas. Natürlich schaut man nicht stundenlang in die direkte Mittagssonne rein. Das muss jedem, der ein bisschen Menschenverstand hat, auch klar sein, dass es da schmerzt ja dann irgendwas. Aber man kann auch mit der geschlossenen Augen direkt reinschauen, ja, und dann saugt man diese Energie auf. Ja. Stell dir richtig vor, wie du diese Energie in dein drittes Auge, in deine Zellen, in dein Körpersystem aufsaugst. Ja. Das ist göttlicher Atem, so wie das schon so gut beschrieben hat, so will ich das auch nennen. Deswegen, das ist das Wichtigste, was du dir für diesen Tag merken musst. Schau in die Sonne rein. Auch wenn das vorbei ist, dieses Spektakel, die Sonne ist jeden Tag da. Schau am Morgen, schau am Abend rein. Nutz den Sonnenaufgang, nutz den Sonnenuntergang und gib dir die Sungazing. Ja, sauge diese ganze Energie auf. Also stellt euch einen Zug vor, der in den Bahnhof einfährt. Hier ist ein weiteres kleines Bild. Ich liebe es, euch kleine Bilder in den Kopf zu setzen, denn so funktioniert mein Verstand. Ich liebe es, mir Dinge vorzustellen, um sie zu verstehen. Stellt euch vor, der Zug fährt in den Bahnhof ein und es gibt eine Weiche, die es dem Zug erlaubt, auf dieses oder jenes Gleis zu fahren, richtig? Sie lenkt den Zug um. Wie heißt das? Sagt ihr es mir in den Kommentaren. Mir fällt es nicht ein, es ist irgendein einfaches Wort. Aber egal, ihr wisst, wovon ich spreche. Die Weiche, die es dem Zug ermöglicht, auf das eine oder andere Gleis zu wechseln, was die Dunkelheit zu tun versucht. Was sie bei früheren Sonnenfinsternissen immer versucht hat, ist, dies zu nutzen, um sich selbst in den Bewusstseinsfluss, der auf dem Planeten kommt, einzufügen. Aber es gibt noch etwas viel Größeres als das. Am 8. April, und ich muss euch das erzählen, am 7. April findet ein Kurs statt, den ich Forever Starts Now nenne. Und ich wusste nicht einmal, dass er einen Tag vor dieser Sonnenfinsternis stattfindet. Jetzt, wo ich von der Sonnenfinsternis weiß und ich habe Dinge über diese Sonnenfinsternis gesehen, die mich umgehauen haben. Ich habe Dinge gesehen, ich bin immer noch damit beschäftigt, sie zu verarbeiten, aber ich werde sie mit euch teilen. Ich werde euch alles darüber wissen lassen während dieses Videos. Der Punkt ist, dass ich nicht wusste, warum der 7. April und es nicht... Ich hätte es wirklich viel lieber etwa Mitte Mai, am 15. Mai gehabt. Das wäre ein 8. April sein. Und ich dachte, na gut, können wir es nicht einfach um eine... Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dieser Führung zu vertrauen. Selbst als ich erfuhr, am 8. April ist Sonnenfinsternis, wusste ich immer noch nicht, wie enorm wichtig es ist, zumindest in den Momenten des 8. April, in dein Licht einzutreten. Wie wäre es also, wenn ihr einen Alarm auf eurem Handy einstellt und ich möchte nicht, dass ihr alarmiert seid. Mit anderen Worten, ich möchte nicht, dass ihr Angst habt. Ich möchte, dass ihr in dieser Sache wirklich stark seid. Ich werde euch im weiteren Verlauf dieses Videos einige Dinge sagen. Der Vortrag der lieben Carrie geht jetzt natürlich noch sehr lange. Wenn du das Originalvideo anschauen willst, verlinke ich es dir unter diesem Video in der Infobox. So, nochmal zusammengefasst. Was ist für diesen Montag, für diesen 8. April wirklich wichtig für dich? Lass dich nicht manipulieren von zu vielen Informationen. Ja? Wenn man da jetzt ins Internet geht, tausende verschiedene YouTube-Videos und die meisten sind mit negativen Bild, Schlagzeilen, News vollgestopft, das natürlich mehr Aufmerksamkeit erregt, aber es erschafft auch Angst. Deswegen lass dich nicht manipulieren. Bleib in der Liebe, bleib in der Freude. Ja, genieße dieses Spektakel, denn die Sonne sendet uns mehr Energie. Ja, das heißt, unser Bewusstsein öffnet sich, wir wachsen, wir erweitern uns, wir erkennen uns mehr selbst und
Die Liebe steht vor der Tür. Ja? Die neue Erde, die neue Welt steht vor der Tür. Deswegen geh in die Meditation, genieß das Ganze. Geh raus, egal wo du dich befindest auf der Welt. Schau in die Eklipse rein, schau in die Sonnenfinsternis rein. Du brauchst da keine irgendwelche Brillen oder sonst irgendwas. Ja? Atme die Energie ein. Lass es dir richtig wie ein kleines Kind. Mach das bildlich mit Fantasie, wie die goldene Lichtenergie der Sonne in dich hineinfließt, ja, und völlig egal, was da drumherum geredet wird, lass dich nicht manipulieren, nutze diese Kraft, um dich selber mehr zu erden, mehr zu entwickeln, um deine Träume zu manifestieren. Es wird auf keinen Fall das Ende der Welt sein, ja, auch weder wird da ein Blackout sein. Und denk immer daran, ja, du kannst die Zeitlinie, jederzeit kannst du deine Zeitlinie verändern. Du bist nicht fest, ja, in einer Zeitlinie. Du hängst nicht in einer Zeitlinie drin und bist da drin verloren. Wenn du dein Bewusstsein erhöhst, kannst du jederzeit in verschiedene Zeitlinien switchen. Und wenn du in einer Zeitlinie bist, ja, glaubst zu sein, in der die Welt untergeht, dann erhöhe dein Bewusstsein und switch in eine andere Zeitlinie, in der die Liebe gewinnt, ja. Deswegen lass dich nicht manipulieren von diesen ganzen negativen Nachrichten da draußen. Wenn du direkt von mir lernen willst, wie man sein Bewusstsein erweitert, dann unter diesem Video findest du den direkten Link zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Würde mich freuen, wenn wir uns zusammensetzen und dann schauen wir mal, wie ich dir persönlich weiterhelfen kann. Abonniere diesen Kanal, wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, teile es mit deinen Freunden und dann sehen wir uns im nächsten Reaktionsvideo. Bis dahin, dein Daniel. Ciao.